Okay. Wir haben Sachen verkauft, mir eine Kapuze gegönnt, mir Jeans gegönnt. Wo ist das Radio? Wo ist das Radio? Aber Ich es gab hier so vieles. ausschalten. Nein, ich rede. Böses Radio. Anscheinend, was haben wir hier? Dunkles Elex. Anscheinend kann ich mich hier bedienen. Ja, das sieht nicht durchgelesen. Allgemeines Gegengift oder so. Gegenmittel. Wird wohl das gleiche wie Gegengift sein. Wir looten sie mal durchs Lager durch, dass es scheinbar kein Das ist ein Stehlen gibt. Unfug. Was? Ist es doch Stehlen? Wer hat das gesagt? Du. Kann ich kriechen? Ich habe noch keine Kriechtaste gefunden. Rupfen. Rolle. Nicht. Nein. Nein. Hier. Gibt es doch Stehlen? Ich habe schnell gespeichert. Mal schauen. Hör auf damit. Hat das jetzt als Stellen gezählt? Während ich alles einfach mal nehme. Hey Mann, wer bist du? Zürich. Und was ist deine Aufgabe? Kajas Leibwache. Guter Job. Schlechte Bezahlung. Verstehe. Mann der vielen Worte, gefällt mir. Muss wohl Kaya sein, die Zeichnung. Eindeutig, man sieht's. Jo. Alles klar bei dir? Als die Morkons uns überrannten, dachte ich schon, es wäre alles aus. Du hast es überlebt. Ja, aber es war mehr als knapp. Das nächste Mal müssen wir besser aufpassen. Kaya hat uns angewiesen, weniger zu saufen und unsere Sinne zu schärfen. Was? Gerade hier draußen kann ein Augenblick der Unachtsamkeit tödlich sein. Viel Erfolg. Danke. Deine Frisur schaut eigen aus. Weniger saufen? Das geht. Das Hör ist mit dem gerecht. Mist auf. Was wird jetzt? Ist jetzt doch. Du hast es Bitte. nötig, was? Habe ich. Hast du nichts Besseres zu tun? Ist das jetzt stillend oder nicht? Sie mögen mich anscheinend, wenn ich das mache. Jo, wer bist du? Finley. Du scheinst noch sehr jung zu sein für den Job eines Kriegers. Mag sein, dass ich noch nicht alles drauf habe wie die alten Hasen. Doch ich bin ein guter Schüler. Und Kaya ist eine gute Lehrerin. Ja, das ist sie. Sie hat mir schon sehr viel beigebracht. Ich bin sehr stolz, dass ich neben ihr meinen Dienst verrichten darf. Natürlich. Ich bin stolz, dass ich hier alles klauen kann. Wein, Schnaps wird wahrscheinlich wieder für Tränke verwendet. Ich loote euch mal zugrunde. Zugrunde werdet ihr gelootet. Was gibt's hier noch sonst Schönes? Zugsteuerung. Zugsteuerung. Klopapier, das Wichtigste. Ihr werdet gleich hier ausziehen müssen, weil ich ganzes Klopapier gestohlen habe. Das kann nicht flüssig verlaufen. Sonst noch was? Langfinger Jax ist. Wow! Okay, beruhig dich, Jax. Ich muss oder darf nicht vergessen, dass L2 der Jetpack ist. Mein Wasser. Meine Sprühkäse. Sprühkäse. Treibstoff. Der ist anscheinend jetzt in diesem Spiel noch extra wichtig geworden. Das heißt, ich werde es mir besser einteilen müssen, wann ich springe mit Jetpack. Okay, schauen wir mal, was hier oben noch war. Den Dex habe ich noch gar nicht gesehen. Wow, ich will den Drax nennen die ganze Zeit. Mein Soldat. Mein Mana. Und ich später Mana füttern. Gaja. Muss ich hacken? Energiedrink. Ah, solange es Energy Drinks noch gibt.
Kleiner Elex-Trank ist gut, aber wir werden uns die großen aufbehalten dann. Für Punkte sammeln. Ich fühle mich irgendwie schlecht, weil ich da die ganze Zeit nur Sachen von ihnen wegnehme. Außer die großen Schwerter, die könnte ich gern nehmen. Ach, schaut nicht so aus. Ich meine, ich bin jetzt schwach genug, zu schwach. Das Leben in einer Hütte hat mich schwach gemacht. Ich kann keine Waffe mehr schwingen, habe keine Mana-Zauberkräfte mehr. Ich dachte, dass hier irgendwo ein Deck sein sollte. Nein, kein Dex. Wo ist er? Gib auf den Jungen Acht, okay? Wo ist er? Ich hab viel gedrückt. Schatz. Ja, L2 war's bei mir. Die richtige Taste ist. Wie markiere ich mir was? Auf Karte markieren. Hier drüben. Da gehen wir hin, das machen wir. Läuft ziemlich linear bis jetzt. Nur ein toter Markon ist ein guter Marco. Markon. Okay. Was haben wir hier? Flüssig läuft es auf jeden Fall, das ist schon mal gut. In Dying Light habe ich ziemlich viele Frame-Drop-Probleme gehabt. Überhaupt im Endgame. Aber die Grafik ist natürlich auch ein großer Unterschied hier zu Dying Light. Obwohl ich hier mehr weniger Bugs erwarte. In Dying Light habe ich... Oh, das ist ein Gegner. Ach, hier ziehe ich nicht meine Waffe. Ja, damit. Mit einem Stealth Archer. Au. Ah ja, Combat ganz anders. Blub, blub, blub. Macht mich fast ganz voll. Ich glaube, ich werde weniger sterben. Sie haben es ein bisschen vereinfacht, kommt mir vor. Mama. Das schaut nach einer Gitarrenkiste oder Musikinstrumentkiste aus. Kann ich anscheinend nicht aufmachen. Wir nehmen den High Ground Weg. Und dann den anderen Weg zurück. Was haben wir hier alles Schönes? Hier unten sind die Feinde. Okay. Bevor ich sterbe, weil ich wieder die falsche Taste drücke. Schnell speichern. Schnell speichern geht auch schneller. Das ist schon mal gut. Okay, Treibstoff. Er regeneriert sich bis jetzt also. Da ist der Feind. Der wird wahrscheinlich trotzdem jetzt schwer werden. Und meinen ersten Tod hervorheben. Vielleicht kann ich sie rauslocken. Ich sehe ein explosives Fass. Ich sehe viele. Ich will immer mit L2 anzielen. Dich knöpf ich mir vor! Mist. Was? Wo sind sie? Ich hab wirklich. Ich drücke schon wieder die Taste. Oh, muss mich an neue Tasten gewöhnen. Habe ich jetzt wirklich alle zerlegt schon? Gibt's ja nicht. Ha! Sollte ich das Spiel auf ganz schwer stellen? Beschädigte Schrottflinte? Nee, jetzt schon. Ha! Ich bin stark überrascht, dass es anscheinend sehr einfach aussieht. Aussieht. Bremsrakete. Okay. Jetpack-Mods. Klingt gut. Jo. Explosivgegenstände achten anscheinend. Und ausnutzen.
Ich bin nicht gut genug. Naja, das hat sich nicht verändert. Dass ich nicht gut genug bin und das Spielen aufnehmen kann, hat sich auch nicht verändert. Das ist auch ähnlich geblieben, die Schlafanimationen. Jax ist ein Seitenschläfer, gut zu wissen. Interessant. Du sagst. Oh nein. Natürlich setze ich mich hin. Okay. Na, dann wird er wahrscheinlich mehr erkundet, wenn es einfacher zum Spielen ist. Hab ich jetzt blockiert? Ja. Zurück zu Kaya. Wie lange ist die Episode schon? 10 Minuten. Okay. Alles ein bisschen einfacher als erwartet. Vielleicht brauche ich doch keine Todesmontage machen. Hey, falsche Taste. Oh, wieder falsche Taste, natürlich. Bogenschießen gefällt mir sehr gut, das ist schon mal wichtig. Nein! Jetzt hör auf, da oben die Oben-Taste zu drücken. Nimm so einen Charge-Dropper fertig. Ob treten auch geht ohne Ausdauer. So. Vater ist auf Rechtsklick. Ich sollte nicht die ganze Zeit Rechtsklick drücken. Bitte merken, Patrick. Wald schaut gut aus. Da war irgendwo ein Viech. Ja. Oben Taste. L1. Uff. Nein! So. Der Bogen hat schon guten Zug. Nein. Ist. Oh. Oh je, da ist mein erster Tod, weil ich die Taste nicht schaffe treffen. Okay. Einfach Mashing of Buttons. Verstehe. Mehr Button Mashing. Ja, rücken schon nach stärkeren Gegnern aus als alles andere bis jetzt. Automatisch klettern funktioniert auch ein bisschen besser. Oder im letzten Spiel war ja, glaube ich, gar kein automatisch klettern. Klopfer, wir kriegen ewig viele Waffen schon. Unglaublich. Während ich wahrscheinlich im alten Spiel 15 Stunden mit meiner Eisenstange herumgehupft bin oder was, eine Axt. War eine Axt, glaube ich. Also sehr einsteigerfreundlich. Obwohl ich eigentlich nur leiden will. nicht ernst nehmen. Naja, ein bisschen kannst du es ernst nehmen. Oh, nein. Bogen-Gameplay gefällt mir sehr gut. Der hat Slow-Motion-Schüsse. Wo bist du hin? Ich schätze, deswegen ist Bogen-Gameplay mehr wichtig, weil es so welche Feinde gibt. Okay, das Lager schaut noch interessant aus. Könnte ein Banditenlager sein. Die Pfeile, ja. Sehe ich, wie viele Pfeile ich habe? Das ist der Slot. 25 hier. Ich schätze, das ist ja kein Feind. Ah ja, das ist mein Kind. Das ist ein Feind. Ups. Unabsichtlich natürlich. Jo, was geht ab? Jax, gut, dass du da bist. Kaya und der Kleine hatten sich schon Sorgen gemacht. Wie geht es meinem Sohn?
Nun, du siehst es ja. Er verkraftet die vergangenen Ereignisse überraschend gut. Jedoch ist das alles natürlich ein wenig zu viel für einen Jungen in seinem Alter. Er sollte gar nicht hier sein. Nun, seine Mutter wollte ihn unbedingt bei sich haben. Sehr turbulente Zeiten in den letzten Tagen. Kaya hat dir die Aufsicht über unser Kind überlassen. Als Freund der Familie ist das für mich Ehrensache. Ich weiß ja, dass ihr beiden immer viel zu tun habt. Und wie es mir scheint, wird sich das in naher Zukunft auch kaum ändern. Ich bringe den Jungen in die nahegelegene Bastion. Kaya und ich sind uns einig, dass es unter den momentanen Umständen das Beste für ihn ist. Das klingt gut. Dann bist du also jetzt für den Jungen verantwortlich. Oh, nee. Die Bastion im Norden, nicht wahr? Die alte Ruine, die dieser Dawkins bezogen hat? Jeder außer mir scheint zu wissen, wer der alte Mann ist und was er vorhat. Nun, du warst offenbar einige Zeit anderweitig unterwegs. Offenbar. Ich werde mich sofort auf den Weg zur Bastion machen und dort alles vorbereiten. Ich würde alles stillen. Wir sehen uns in der Bastion. Ich werde alles stillen, was ich hier finde. Weil das anscheinend jetzt... Oh je. Ich glaube, es ist gleich wie im letzten Spiel. Es schaut nur anders aus. Stims haben wir auch schon haufenweise. Überloot schon. Ich glaube, ich kann mir schon Ultra-Schwierigkeit einstellen. Auto. Oh. Ich dachte, meine Zeichnungen sind schlecht. Sollte beim Thumbnail dran geklebt sein. Ich wollte die Zeichnung alleine als Thumbnail nehmen, aber die Größe vom Bild habe ich zu groß eingespeichert. Und 80 MB auf 2 MB zurückschrauben, damit ich es als YouTube-Thumbnail benutzen kann, ist nicht leider gegangen. Was haben wir hier sonst noch? Irgendein Eisen. Teleporter, ganz wichtig. Es hat mehr Fallout Flair als sonst. Als Elex 1 hatte. Jo. Man sagte mir, die Morkons seien böse Menschen. Stimmt das, Vater? Wo hast du das denn gehört? Mutter sagt, sie wären einfach so in unser Lager am Weltenherz eingefallen und haben viele von uns getötet. Es war schrecklich. Warum tun die Morkons so etwas, Vater? Das ist etwas kompliziert zu erklären. Das verstehe ich nicht. Nur böse Menschen tun sowas, oder etwa nicht? Oh, ich hasse Kinder. Die Morkons folgen ihrer Religion. Ein Glaube der Dunkelheit und Selbstzerstörung. Das gibt ihnen aber nicht das Recht, einfach so andere Menschen zu töten, oder? Nein, natürlich nicht. Es waren nur einige von ihnen. Bestimmt sind nicht alle Morkons so. Dann waren das also gar keine richtigen Morkons? Ja, aber ich schätze, dass die Truppe, die das Weltenherz angegriffen hat, auf eigene Faust gearbeitet hat. Du hast recht, Vater. Es ist wirklich etwas kompliziert. Oh, ich hasse das Kind jetzt schon. Er hat Knöpfe. Ich hasse Knöpfe. Was machst du gerade? Mutter sagt, ich soll hier warten, bis sie mit ihrer Arbeit fertig ist. Aber das dauert schon ziemlich lange. Können wir nicht woanders hingehen? Vermutlich wäre das das Beste. Du bist hier draußen nicht sicher. Komm mit mir, ich bring dich hier weg. Wirklich? Ich muss hier nicht mehr warten? Ich bring dich in die Bastion im Norden. Oh ja, die wollte ich mir immer schon mal ansehen. Aska sagt, da gäbe es Geister. Ja, so etwas erzählt er dir? Ich glaube, darüber sprechen wir nochmal. Na klar, ich liebe Geister. Komm schon, wir müssen jetzt gehen. Ja, du schaust wie ein Psychopath aus. Ich glaube dir, dass du Geister liebst. Oh, jetzt habe ich ein Kind mitrennen. Igitt. Schauen wir mal, ob ich ihn bei der Kaya lassen kann. Das wäre doch ein gutes Ziel, als das Kind in die Wildnis mit herumschleifen mit einer Stoffweste. Ich meine, ich renne ärmellos rum. Die ganze Zeit, Vater. Ich weiß nicht, ob ich davon erzählen soll. Ach komm schon, ich werde es schon verstehen. Ich war bewusstlos und konnte euch nicht besuchen. Bewusstlos? Echt? So richtig so mit alle Lichter aus und so?
Parkour. Ja, genau so. Wow, wieso warst du denn bewusstlos? Da waren diese... Making stop talking. Deine Morkon-Patrouille wird die Grotte nicht mehr erreichen. Bist du dir sicher, dass sie auch alle erledigt sind? Ganz sicher. Das ist beruhigend. Keine Ahnung, was die Morkons sonst noch so im Schilde führen. Aber wenn sie jetzt nur noch morden, um sich zu bereichern... So ein Verhalten passt eher zu den Outlaws. Morkons scheren sich eigentlich nicht um Reichtum. Eher um reine Zerstörung gemäß ihres Glaubens. Diese speziellen Morkons waren ganz offensichtlich auf eigene Rechnung unterwegs. Wie auch immer. Gut, dass die Sache aus der Welt geschafft ist. Vielen Dank für deine Hilfe. Hilfst du mir jetzt? Ich weiß nicht so recht. Was genau hast du denn vor? Zum einen glaube ich, dass der alte Mann recht hatte. Ich bin mit irgendwas Fremdartigem infiziert worden. Zum anderen müssen wir uns Gedanken machen, was wir wegen der Eindringlinge unternehmen. Ich meine, ich habe gesehen, wozu du imstande bist. Cutscene? Ja. Das war eine andere Zeit und ein anderer Ort. Wenn deine Infektion wirklich von den Eindringlingen stammt, dann werde ich es vermutlich nicht heilen können. Ich bin Magierin und keine Wissenschaftlerin. Ich fürchte, damit musst du alleine klarkommen. Ich habe schon vermutet, dass sie Cutscenes aus dem alten Spiel genommen haben. Cutscenes aus dem alten Spiel. Oh, ich bin ein Arschloch. Halt die Klappe und hilf mir gefälligst. Das kannst du dir auch sparen. Ach, verdammt. Schau mich nicht so an. Ich meine nur, vielleicht solltest du besser Dawkins danach fragen. Wenn sich jemand mit solchen Phänomenen auskennt, dann doch wohl er. Außerdem habe ich meine eigenen Verpflichtungen. Die Menschen in Tavar verlassen sich auf mich. Ah ja. Mixed Signal. Gemischte Signale senden wir. Ich hätte dich gern an meiner Seite. Ich hatte befürchtet, dass das jetzt kommt. Und wie genau soll das ablaufen? Magalan wird in seinen Grundfesten erschüttert werden. Und du weißt das. Wir waren immer ein gutes Team. Es könnte wieder so sein. So, so. Da scheinst du dir ja schön zurechtgelegt zu haben. Wir brauchen natürlich auch einen Treffpunkt, wo wir uns wiederfinden, wenn wir getrennt werden. Die Bastion scheint mir dafür der beste Ort zu sein. Na schön, ich bin dabei. Die Eindringlinge sind auf dem Vormarsch und diese Sache mit der Bastion ist es sicherlich wert, einen Blick darauf zu werfen. Aber wie ich schon sagte, ich habe viel zu tun und werde bei Zeiten einige Dinge im Hauptquartier in Tavar erledigen müssen. Wir werden uns schon arrangieren. Danke. Ja, ja. Sorge lieber dafür, dass ich es nicht bereue. Was weißt du über die Eindringlinge? Ich habe ihre fliegenden Festungen und ihre ekelhaften Kreaturen gesehen, wie sie in unsere Welt kamen. Die fliegenden Festungen haben bereits begonnen, unsere Flora und Fauna zu verändern. Der alte Mann nennt sie daher Former. Wie viele sind es? Schwer zu sagen. Ich weiß von mindestens 3. 2 in Caracas und eine im äußersten Westen von Tavar. Im Norden sind aber mit Sicherheit noch mehr. Keine schöne Situation. Wir bräuchten mehr Informationen. Rede erst einmal mit Dawkins. Er müsste mehr darüber wissen. Was genau sind deine Verpflichtungen in Tavar? Ich bin mittlerweile ein Warlord der Berserker und für die Menschen in Tavar so etwas wie ein Orakel und eine Anführerin. Mein Wort hat großes Gewicht bei den anderen Warlords, sodass sie mir die äußere Sicherung des Landes anvertraut haben. Wenn also Tavar massiv von außen bedroht wird, dann muss ich aktiv werden und mich darum kümmern. Damit dürften die fremden Eindringlinge doch ganz oben auf deiner Liste stehen. Ja, aber sie sind leider nicht das einzige Problem. Die anderen Gilden haben Ansprüche auf unser Land erhoben. Darum muss ich mich ebenfalls kümmern. Brauchst du bei deinen Verpflichtungen in Tavar Unterstützung? Du bietest mir deine Hilfe an? Wow, es ist lange her, dass du mich so etwas gefragt hast. Im Moment habe ich keinen konkreten Anlass, nach Tavar zurückzugehen.
Die Bedrohung durch die fremden Eindringlinge scheint gerade wichtiger zu sein, aber das könnte sich jeden Tag ändern. Doch wenn ich auf einen meiner Einsätze im Hauptquartier gehen muss, dann werde ich dir Bescheid geben. Mitkommen. Mitkommen. Na gut. Hast du eigentlich mal wieder was von deinem Vater gehört? Du meinst diesen Verräter Wardek? Nein, seit dem Krieg gegen die Alps nicht mehr. Warum fragst du? Es wird gemunkelt, er sei tot. Er ist ein gestandener Mann und war viele Jahre Alp-Commander. Unkraut vergeht nicht. Episode vorbei. Bam.